aber starten wir einfach jetzt. So, wir haben letztes Mal mit der ich tue mich immer schwer, die Quellenmagierin gesprochen. Und die Quellenmagierin hat gesagt, die hilft uns, wenn wir ihr helfen, weil ihre Schülerin mit ihrer Familie hier hinten im Steingarten drin hängt. Machen wir. Warum nicht? Jetzt gucke ich nur gerade eben. Hier oben leicht mittig der Bereich, war ich da mal drin? Wir haben die Magister einfach getötet hier. Man hätte bestimmt auch mit denen zusammenarbeiten können und sagen, hey, wir sind jetzt zukünftig beste Freunde und töten halt die Quellenmagier. Aber bis jetzt habe ich mich immer gegen die Magister entschieden. Und wahrscheinlich würde alles ganz anders laufen, wenn ich das anders gemacht hätte. Jetzt ist es halt einfach so. Was will man machen? Also im Notfall kann ich immer noch jemanden überreden. So, das scheint auch nichts Besonderes zu sein. Welches Level hatte nochmal die Leiche hier? Level 15. Wir sind Level 14. Oh mein Gott, die hat 758. Die mag Wasser nicht. Aber die Frage ist, würde die mich überhaupt angreifen? Vielleicht will sie sich auch nur mit mir unterhalten. Eine Psychopathin, die am Kreuz rumfliegt. By the hazing of the shade, I'll kill your shining lights. I'll kill your shining lights. Ihr sagen, dass du ihre Kühe getroffen hast. Ach so. Ach, das ist die Hexe. Ja, sag ich hier erstmal, ich habe die Kühe getroffen. Another world, another life. Thieves and liars. I'd eat their tongues. I'd eat their lives. I'll eat your shining lights. Grrrt, vermisst dich übrigens sehr. Sie ist wirklich noch sehr redegewandt dafür, dass sie am Kreuz umherfliegt. Wahrscheinlich wurde sie gekreuzigt von den Magistern hier vor Ort und dann hat sie sich abgerissen und wollte ein bisschen Auslauf haben. Beruhig dich jetzt einfach, ich will ja keinen Ärger mit dir. Trouble? Trouble? Bubbling skin and burning knuckle. I'll kill your shining lights. Aber vielleicht kann ich ja deine Schmerzen lindern. Ha! Oh, Baby, oh, Darling, I'm so sorry. You feel it too, you feel it. Come to me, come, come and let us kill our shining lights. Bubbling skin and burning knuckle. I'll kill your shining lights. Tja. Scheint nicht so der Kampf so zu sein für mich. Dabei habe ich sie noch überredet, ihr die Schmerzen zu lindern. Habe ich gesehen, es werden einige weitere Gegner gespawnt. Das geht überhaupt nicht gerade klar. So, da unten war der Fährmann, da war Godzilla des Waldes. Pfifferlingbuch haben wir auch nichts. Dann sollten wir vom Steingartenfriedhof aus mal nach Osten gehen. Kampf war echt spannend. Ich war von der ersten Runde Feuer und Flamme dafür.
Lief ja auch erst ganz gut, aber dann habe ich ja die Deckung fallen lassen. Und schon wirst du getötet. Verdammt, wir kommen bei meinem damaligen Weggefährten über den Hof. What's that? Sounds like there's a battle unfolding nearby. Ja, der eine Schlag hat's noch gerissen. Es gibt keine verschlossenen Türen. Für mein Team. Klauen der Täuschung. Ach so, zum Lesen. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Der Laden hat keinen Keller. Das ist ja der absolute Betrug. What could have done this to her? Entschuldigung. Haha. Oh mein Gott, er kommt außen rum! Oh mein Gott, er hat hier mit eingebrochen! Er ist da lang gelaufen! A man paces back and forth, puffing anxiously on a pipe. His face is creased with tiredness. The faint coppery hue of dried blood stains his hands. He sees you. If you're looking for healing or the like, then you'd best look elsewhere. My plate is full for now. Das getrocknete Blut auf seinen Händen bemerken, fragen, was ihn denn so beschäftigt. The man chomps on the bit of his pipe, generating a small cloud of nervous smoke. Finally, he plucks it from his mouth and clears his throat. I came by a new patient, a young woman, very troubled. I'll do what I can for her, but I'll need to concentrate. And that means... He gestures with his pipe for you to leave. Sagen, dass du etwas von Heilung verstehst und deine Hilfe anbietest. Oh, fine. You can help. Take this key and go to the cellar. I'll join you there. Just be careful. It's clear she's a powerful sorcerer. But also, whatever she was subjected to was warped her, in body and mind. I have her locked up for good reason. Eine Gefahr für sich und andere. Verdammt, da ist ja doch ein Keller. Boah, er ist wieder riesig. Why would someone do this to another person? Ein drehendes Rad. Sind wir schon so weit, dass wir eine Spindel für das Spinnen von Wolle wirklich ein drehendes Rad nennen müssen in einem Spiel, weil die Leute nicht mehr wissen, was das ist? Someone do this to another person. She's badly afflicted, but still powerful. Be careful. Das ist schlimmer als der Fingerhut, der nicht mehr bei Monopoly ist. Hungry. Be ready to flee, if necessary.
bin sofort bei dir. Ich guck noch, was du so hier rumliegen hast. Und wir hatten ja diesen einen Ring gefunden. Kriegsführung plus 1, magische Rüstung. Nix für dich. She's badly afflicted, but still powerful. Be careful. So, teure Ring können wir austauschen. Das mal eben alles runter. Magischer Gemälter Schuppenhelm. Why would someone do this to another person? She's badly afflicted, but still powerful. Be careful. Nee, brauchen wir auch nicht. Stumme Gewalt, plus 3% ausweichen. Können auch hier runter. She's badly afflicted, but still powerful. Be careful. Ja, ja, alles gut. Entspann dich erstmal. Ich räume noch auf. Why would someone do this to another person? Prügler. Why would someone do this to another person? Hungry. I'm hungry. Ach, und ich habe ein paar Bücher vorhin gekauft, bevor ich das Aufnehmen gestartet hatte. She's badly afflicted, but still powerful. Nein, nicht kombinieren. Why would someone do this to another person? Weil Menschen einfach schlecht sind. Es tut mir sehr leid. Be ready to flee, if necessary. Sehr schön. Und wir haben das Fertigkeitsbuch hier für Blitz noch. Dann ich das auch erstmal alles durch. Hungry. Ja, ich bin vorsichtig. Moment. She's badly afflicted, but still powerful. Be careful. Ich wollte noch ganz kurz die Sachen anpassen. Be ready to flee, if necessary. We need to get... Natalie Bromkopf. Be ready to flee, if necessary. Across the cellar, a shape bearing some resemblance to a woman lurches around to face you. It utters a marrow-curdling gurgle. She senses us. Be calm and quiet. No sudden moves. Dich leise fragen, was zum Heck mit ihr nicht stimmt. Be careful. If you alert her, she'll... Another gurgle. Sharper, angrier. Then the sound of rapid footfalls rushing towards you. Tja, was stimmt wohl nicht mit ihr? Sie hat riesige Dämonen in sich drin gehabt. Ich denke, es wird zwei Optionen geben. Entweder töte ich die Kreaturen, die in ihr drin sind, um sie zu reinigen, oder ich töte sie, um die Kreaturen auszuschalten, was einfacher wäre. Ich würde halt einfach spekulieren, dass das die zwei Optionen sind, die wir haben.
Der Schutzkreis hält ja ein bisschen. Verkrüppeln. Ja, das war noch nicht genug. Die sind alle gleich stark oder schwach, wie man es sehen will. Beschwören wir eine Feuerschnecke. Ich bin fettig und schleimig. Und ich heile mich, wenn ich in Feuer stehe. Aber die verhalten sich komisch. Ja, der Schurke kann zwar instant durch die Rüstung durchschlagen, aber ich... 135... Okay, für den nächsten soll es schon reichen. Beziehungsweise, sie verhalten sich irgendwie schon... komisch. Die Viecher. Die machen nämlich gar nicht so viel. Okay, stimmt. Ich kann einen auf Anhieb töten. Plöpp. I'm ready. Ich will dir nicht wehtun, Nathalie. Allein, weil du wegen deinem Namen eh schon gehänselt genug bist. Doofe Schnecke. Into the dark with you. Ich dachte schon, wer ist denn da oben? Das ist der Heiler. Der zufällig auch hier ist. Thank you.
finde es echt nicht so geil, dass ich immer hier dran bin und hab nur, sag ich mal, den Untoten, der ein bisschen Magie kann, aber insgesamt zu wenig Schaden macht dann, um, sag ich mal, durch die magische Rüstung jetzt zu kommen. Dann stehst du hier. Muss die Leute eher unterstützen. Ohne selbst irgendwas auszuteilen, großartig. Es geht ihr anscheinend nicht besser. Tja, da habe ich mich getäuscht. Da musst du leider doch sterben. Ich habe Fane auch eher zum Supporter umfunktioniert, sagt schon einer im Chat. Da müsste ich... Obwohl, er kann ja jetzt auch heilen. Es gibt ja auch manchmal wirklich Gegner, die haben nur physische Verteidigung und dann kann Fane wenigstens daran halbwegs vernünftig Schaden machen. Ich könnte versuchen, sie zu segnen, aber es wäre ja auch doof. Laufgiftschnecke. Feuerschnecke. Oh, ich hätte auch direkt Phönix Sturzflug machen können. Wir waren gezwungen, die heimgesuchte junge Frau zu töten, nachdem sie uns angegriffen hatte. Tja, da guckst du. Poor thing. The gods must be in a bad humor to let this happen to her. He fishes out his pipe and tries to spark it alight with some flint. His trembling hands make it difficult work. He shoves the pipe back in his pocket. To hell with the gods. I'm going to see what I can learn from this poor girl before I give her a proper burial. Maybe it'll help me save the next one. Was möchtest du denn aus den Überresten lernen? Well... He rolls up his sleeves and produces a surgeon's knife. Only one way to find out. Leave me be now. I have work to do. Yeah, yeah, yeah. Something lodged inside her. In her head. Das muss so, sag ich dir. Ich weiß ganz genau, was der mit der Leiche vorhat, jetzt, wenn wir weggehen. Er will sie natürlich schminken und Mädchenkleider anziehen. It's a shame that poor girl. Some sort of maggot was planted inside her skull. It was twisting her mind, warping her body. I can't fathom how someone could do that to another person. I'm going to get back to my usual work now. Maybe it'll help me take my mind off things. If you're after a healing or a spot of trade, my door's always open. All right. Back again, eh? You in need of something? Ja, ich möchte gern sehen, was du so hast. Riesige Giftfiole. Der Erste-Hilfe-Jägersmann.
Das können wir alles schon. Können dem noch ein paar Waren verkaufen. So, ab raus hier. Mehr gab's wohl nicht zu tun. Ich dachte eigentlich, das hier ist die Farm von... Ah nee, ich sehe schon. Hier ist Garretts Familienfarm, da kommen wir aber auch vorbei. Wer sich erinnert, das ist der nette Herr, der mit uns auf dem Schiff gekämpft hat. Und auf der freudenfesten Insel. Mit den Lernfertigkeitsbüchern kann man wohl eigene Sprüche bauen. Wird gerade im Chat beantwortet. Das habe ich aber noch keinmal gemacht. Mein einer Dolch sieht nicht gesund aus, weil er so schwarz schimmert. Ein Versorgungspaket? Hanaks Ring. Hanak ist doch die eine Quellenmagierin, für die wir die Familie retten sollen, oder? Und verleiht seinem Träger Chamäleonhaut. Sieht aber nicht so aus. Da ist Garrus in seiner vollen Monturrüstung. Gareth toils in monotony. In Richtung der Erdhügel nicken. Was ist hier los? Gareth freezes, then turns slowly towards you. His breath so steady, his voice a monotone. I'm digging my murdered parents' graves. I'd ask that you show your respects. Gareth moves to continue his task, but his cadence falters. He pauses. Silence hangs, begging to be broken. Dich entschuldigen, du wusstest ja nicht, dass er seine Eltern begräbt. No, of course you didn't. Godwoken, I've seen Seeker's blood seeping into the sand. I waded through corpses on the deck of the Lady Vengeance. But when the lifeless eyes looking back at you are your own mother's, I just didn't know. I didn't know what darkness lied beyond pain. Now, die Hand ausstrecken, well, um ihn zu trösten. Now I do. Gareth shies away from you. His eyes pass over the half-filled graves, and he takes a shuddering breath. Comfort! Even Lucien has none to spare. I've prayed to him, an endless litany. How many tears do I have to shed? How much must I lose for him to listen? No comfort, only recompense. Against Dallas's cronies, against the abomination that carry out their commands. The monks do the dirty work, and the whites keep their robes clean. Convenient! The monks that did it, they're still in the house, spreading their rancid smell. Paladins came to clean up the mess. In the name of Lucien, they say, and they seem to believe it. Gareth forcefully exhales and looks past you to the nearby house. You fear he might snap the shovel's handle in two. Was für Paladine meinst du? If you'd asked me yesterday, I'd have said they were the only ones left in the Divine Order worth their weight in salt. I have honored their devotion to our lost Lucien. Today, though, I don't know.
The Paladins once fought the Black Ring at Lucien's command. The most courageous thing they could do now is turn their backs on the Order. I'm not holding my breath. Ihn drängen, ruhig zu bleiben. Er kann seine Eltern nicht mehr zurückholen. I've got no use for platitudes. Not from some mediocre sorcerer, inexplicably chosen as the Seven's special pet. You swear you hear Gareth's pulse, galloping faster than a saddled mount. You've never heard such a thing before, but you suspect Gareth's heart is close to tearing. If you want to help, then you find the Craven Wight that ordered their slaughter. Anyone that stands between you and truth, no matter the flag they fly or creed they follow, make them bleed! Ihm in die Augen blicken, er verfällt langsam dem Wahnsinn, er muss sich von seiner Wut lösen. His clenched jaw tightens further, and then, in an instant, Gareth's guard is broken. Tears well in his eyes. With every blink, a pearl of grief falls to his cheeks. My parents. They did nothing to deserve this. They were good. Honest. More honest than me. I'd give my own life to bring them back. I never got that last chance to tell them I love them. I never got to say goodbye. You're right. There's nothing more to be done here. Lucien, forgive me. And please, Godwoken, please forgive me too.